Hallo zusammen. Heute werde ich einen Wald machen. Der Wald besteht im Wesentlichen aus Bäumen. Da habe ich genügend. Dann brauchen wir eine Schale mit Löchern drin und natürlich Blumenerde. So, ich fange einfach mal an. Ich fülle die Schale etwa 2/3 mit Erde. Und drückt die ein bisschen an. Dann habe ich hier ein paar Bäume vorbereitet, das sind Buchen. Da nehme ich 2 von. Dann habe ich hier eine Kastanie. Das kommt weg. Hier habe ich eine Eiche. Und hier habe ich ein paar Ahörner. So, das reicht. Alles aus eigener Anzucht. So, ich fange jetzt mit den größten an. Komm in die Mitte. Hier diese dicke Wurzel, diese Hauptwurzel. Die schneide ich weg. Hier. Ja, da ist jetzt nicht so viel dran. Hier auch. Also die feinen Wurzeln müssen natürlich dranbleiben hier. Ne? Von der Eiche, die kappe ich auch ein Stück. Und die Kastanie. So, die Größe nehme ich jetzt in die Mitte. Drücke hier so ein kleines bisschen an. Ich hoffe, es sind zu viel. Kastanie setze ich hier hin. Doch, die nehme ich jetzt doch. Eiche kommt hier an den Rand.
So. Jetzt setze ich noch ein bisschen Erde wieder drauf. Andrücken. So, jetzt besorge ich noch ein bisschen Moos. So, da bin ich wieder. Mit dem Moos sieht es etwas freundlicher aus und die Feuchtigkeit wird auch besser gehalten. Es trocknet da nicht so schnell aus. Bisschen andrücken. Und angießen. So. Das könnt ihr auch. Dann habt ihr euren eigenen Wald. Und wer kann das schon von sich behaupten? Ein Wald, der wunderbar auf die Terrasse oder auf den Balkon passt. Und im Winter kann man das sogar draußen lassen. Ich muss nur zusehen, dass das ein bisschen windgeschützt ist und dass der Topf, die Schale von außen ein bisschen eingepackt wird. Im Herbst wird er natürlich dann auch die Blätter verlieren. Die kommen im Frühjahr auch wieder neu. Das ist dann interessant zu beobachten, dass sie nicht alle gleichzeitig kommen. Eiche und Buche kommen eigentlich zuletzt. Die Kastanie ist nur so ziemlich als erste dran. So, viel Spaß beim Nachmachen.